Sie hatten einige Fragen. Die rund 150 Deckendorfer, die am Dienstagabend ins Schulzentrum gekommen waren. Viele zeigten sich gerade bei dem Thema Fürsorge für die Asylbewerber besorgt. Auch die Angst um die eigene Sicherheit war ein großes Thema. Regierungspräsident Heinz Grunwald versuchte den Bürgern, diese Angst zu nehmen. Die Kriminalitätsrate bei Erstaufnahmelagern sei nicht höher als woanders. Trotzdem werde eine Polizeibesatzung vor Ort sein. Genauso wie ein genauestens überprüfter Sicherheitsdienst. Denn auch wenn laut Grunwald bei der Zimmerverteilung Rücksicht darauf genommen werde, verfeindete Nationen auseinanderzuhalten, sei ein Aufeinandertreffen in der Einrichtung unvermeidbar. Ich bin hier, weil ich ganz gerne will, dass diese Willkommenskultur durchkommt. Das ist eigentlich mein Interesse, hier zu sein. Bedenken habe ich trotzdem, weil ich glaube, dass die Bedenken vom Herrn Weißenborn korrekt sind, dass es nicht genügend Sozialarbeiter geben wird, die den Leuten vor Ort helfen. Ich bin beruhigt. Ich freue mich direkt schon, wenn wir nächstes Jahr 501 Mitbürger mehr in Deggendorf haben. Ich bin überzeugt, dass es klappt in der Stadtfeldstraße mit den Asylheimen oder mit den Containern. Und es wird so in die richtige Richtung gehen. Ich bin beruhigt, weil ich Informationen jetzt habe. Und weil ich auch gemerkt habe, dass es Leute gibt, die wollen helfen. Und gleich jemand gesagt, ja, ich koordiniere die Hilfe. Also im Prinzip ermutigt gehe ich raus. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich informiert und dann einfach mit den Sachinformationen auch agiert und nicht so sehr auf der gefühlsmäßigen Ebene, weil die oft sehr angstbesetzt ist. Am 2. Januar 2015 soll die Erstaufnahmeeinrichtung in Deggendorf in Betrieb gehen. Für 500 Flüchtlinge ist sie ausgelegt. 5 Sozialarbeiter sind ständig vor Ort. Außerdem wird eine Kinderkrippe errichtet. Wir haben eine Verpflichtung, den Menschen zu helfen, so Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter. Die jetzige Gemeinschaftsunterkunft an der Stadtfeldstraße wird zur Erstaufnahmeeinrichtung umfunktioniert. Dort wird aber zunächst nur ein Teil der Asylbewerber unterkommen können. Da der Platz noch nicht ausreicht, wird vorübergehend ein Containerdorf errichtet. Seit Samstag werden die Container bereits aufgebaut. Nebenan ist baugleich dasselbe Gebäude. Dieses Gebäude wird ab dem Frühjahr umgebaut zur Erstaufnahmeeinrichtung. Wenn das alles komplett fertiggestellt ist, dann wird die derzeitige provisorische Erstaufnahmestelle, die in der Gemeinschaftsunterkunft, also in einem festen Gebäude untergebracht ist, dann wird diese saniert und zu einer Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut. Und dann kann die Containerstadt aufgelöst werden. 2018 sollen die Umbauarbeiten dann abgeschlossen sein. Neben dem Bundesamt für Migration und einer zentralen Ausländerbehörde werden hier auch Landesbehörden stationiert, die für die Unterbringung der Flüchtlinge zuständig sind. Denn sind die Flüchtlinge erstmal angekommen, müssen sie schon den nächsten Weg auf sich nehmen. Und zwar den durch das Asylverfahren. Die Asylbewerber werden, wenn sie kommen, registriert. Man fragt, wie sie heißen, woher sie kommen. Das wird ein Foto gemacht, Fingerabdrücke genommen, das Übliche. Sie kriegen einen Schein dafür, dass sie eine Decke kriegen. Dann wird ihnen ein Platz zugewiesen. Sie werden, ganz wichtig, sehr früh gesundheitsuntersucht. Das steht auch im Asylverfahrensgesetz drin. Sie bekommen ihr Taschengeld sie bekommen, wenn sie nicht hier in Deggendorf bleiben, sondern in andere Bundesländer müssen, dann eine Fahrkarte dahin. Wenn sie in Deggendorf bleiben, läuft hier das Asylverfahren ab in den einzelnen Stufen. Maximal 3 Monate bleiben die Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung. Dann müssen sie auf Gemeinschaftsunterkünfte verteilt werden. Die Regierung peilt rund 6 Wochen Aufenthalt in der Einrichtung in Deggendorf an.